Schon in den Morgenstunden gab es viel Aufregung vor dem Amtsgericht Straubing. Dort hatten Unbekannte die Fassade, Fenster und Eingangstür mit grünen Farbbeuteln beworfen. Um die Mittagszeit trafen dann rund 30 Tierschutzaktivisten mit dem Zug in Straubing ein. Vom Bahnhof ging's direkt vors Gericht. Wir sind heute hier, um die vier Angeklagten zu unterstützen, die angeklagt sind, dass sie die Schlachtfabrik in Wiesenhof Merz blockiert haben. Es wird ihnen unterstellt. Damals hatten rund 30 Tierschützer gegen die Erweiterung der Mastanlage in Bogen protestiert. Sie ketteten sich an Tore und Betonfässer und kletterten mit Hilfe einer dreibeinigen Stelze auf einen Turm. Vier von ihnen haben dabei laut Polizei und Staatsanwaltschaft Straftaten begangen. Sie sind nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Mir geht es viel mehr darum, was will ich erreichen, was will ich verhindern und ja, um was ist da gerade das angemessenste Mittel. Und das möchte ich nicht, dass es irgendwelche Gesetze für mich entscheiden, die vor Hunderten von Jahren geschrieben wurden, wo es solche Schlachtfabriken noch gar nicht gab, die jetzt hier diese Ordnung regeln sollen, sondern ja, ich will das selber entscheiden und wünsche mir auch eine Gesellschaft, in der Menschen nicht irgendwie auf Gesetze bauen, sondern in der sie ja, selber nachdenken und eigene Entscheidungen treffen. Schon zu Verhandlungsbeginn demonstrierten die Aktivisten vor dem Gericht. Rundherum waren Polizisten. Auch bei Wiesenhof war zusätzliches Sicherheitspersonal im Einsatz. Wiesenhof ist eine Firma, die beutet täglich so viele Lebewesen aus. Die ist für den Tod von so vielen Lebewesen verantwortlich. Da passieren so grauenvolle Dinge, auch Ausbeutung von Menschen, von der Umwelt. Und wir sind aber heute diejenigen, die hier stehen, die angeklagt sind vor Gericht. Ja, das kommt mir einfach total seltsam vor. Über was wird da eigentlich geredet? Bevor es dann losging, gab es am Eingang des Justizgebäudes noch einen Stau wegen der Sicherheitskontrolle aller Zuschauer. Dadurch verzögert sich jetzt der Beginn etwas. Die Angeklagten wollen auch nicht eher anfangen, als alle ihre Freunde, Sympathisanten mit anwesend sind. Wie lange der Prozess dauern wird, konnte Elfriede Schütz vom Amtsgericht nicht abschätzen. Von Seiten des Geflügelverarbeitungskonzerns hieß es am Donnerstag kein Kommentar. Gegen Abend ging es im Gerichtssaal dann noch turbulent weiter. Dieser wurde schlussendlich geräumt. Alle Angeklagten und einige Zuschauer wurden in Ordnungshaft genommen.